Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Ach Leute, der Raid heute ist leider ein wenig kurz ausgefallen, weil die Heiler wieder gefehlt haben, aber das gibt uns wenigstens die Gelegenheit, wieder ein wenig Enclave aufzunehmen. Und bevor wir uns wieder auf das Plateau in den Aylwoods stürzen, zeige ich euch erstmal, was es sich mit den Bonusmissionen in Tolfforce aufhält. Dafür nehme ich die Zauberin, weil das war ziemlich easy going beim letzten Mal. Also ich habe alle drei Missionen auf Anhieb durchgekriegt. Und ich muss sagen, im Vergleich zu der Arena, die wir auf der guten Seite hatten, diese in dem Vulkan drin, kreisförmig, sehr enger Raum. Für hier haben wir ein kleines Dörfchen mit mehreren Etagen, wo die guten Helden, zumindest wenn ich hier vorne am Eingang stehen bleibe, immer hier hinten irgendwo aus den Türen rauskommen und spawnen können. Ich kann mich hier frei bewegen, also ich kann hier durch die Türen gehen, Treppe rauf, den Weg hier bewegen. Das ist sowas wie eine kleine Unreal Tournament Map. Klein, fein und vielleicht für maximal 4 Spieler ausgelegt, würde ich mal sagen. Maximal. Ansonsten macht es keinen Spaß, wenn der so übervoll ist. So, und jetzt gucken wir mal. Ich wollte es ja schnell machen eigentlich. Müsste irgendwo mal mein Gegner auftauchen. Ach, komm schon. Wo bleibt der denn? Gegnerlein, bist du in der Tür irgendwo festgehangen oder was? Türen zu kompliziertes Konzept für Gutmenschen. Deswegen eher nicht durchgehen. Er möchte die Tür höflich bitten aufzugehen. Deswegen kommt er nicht vorbei. Da ist er ja, ein Halbling. Na komm, Halbling. Keinerlei Rüstung, keinerlei Schutz, keinerlei Herausforderung. Na, ihr könnt euch ja nicht vorstellen, mehr ist die Karte nicht. Später werden es mehr Feinde und ein Programmabsturz. Moment, Leute. Oh, keine Ahnung, was das war. Ich wollte eigentlich nur auf die Karte zurückwechseln, aber offenbar mag das Spiel das nicht oder zumindest hat es heute Abend keine Lust dazu. Egal, ich wollte ja sowieso nur kurz zeigen, wie Tolfforce aussieht und ich finde, es ist besser als die gegen das Licht-Mission auf der anderen Kampagnenseite. Bevor ich es vergesse zu sagen, ich habe noch ein paar Missionen erneut gespielt, wie zum Beispiel, ich glaube, das Haus der Träume und den Wächter, wo ich mir das Gold geholt habe, was mir gefehlt hat. Nur auf die Flucht hatte ich bisher keinen Bock. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Geld. Und nach dem, was ich vom Design her gesehen habe, mache ich jetzt mal etwas anderes. Und zwar gehen wir nicht mit dem Goblin in die Mission, sondern ich bin mal so mutig und nehme die Assassine. Denn diese Karte mit diesem Plateau, mit der Brücke, die da außen hochführt, die sieht sehr weitläufig aus. Also kann ich mir schon vorstellen, dass ich da mit der Assassine eine gewisse Chance habe. Versuchen wir es doch einfach mal. Das hatten wir letztes Mal schon vorgelesen, also kämpfen wir uns zum ersten Portal durch, sobald der Ladebildschirm durch ist. Perfekt. Oh ja, das wird lustig, Leute. Mit den Bogenschießkünsten wird das richtig lustig. Oh ja, richtig lustig. Oh mein Gott, das war der schlimmste Entscheidung des Tages. Na, vielleicht nur gegen diese eine Bogenschützin. Ich kann auch in Nahkampf gehen. Wie wär's damit? Ich gehe einfach mal in Nahkampf gegen die Tusse. Dann wird das Ganze doch erheblich leichter. Da ist die nächste und die hat einen Bogen. Das heißt, ich kann jetzt ein Fernkampfduell versuchen. Hehe. Oh, verdammt, die hat aber gut getroffen gerade. Der große Vorteil ist die lange Ladezeit, die sie da hat. Das gibt mir genug Gelegenheit zum Ausweichen und zum selber zielen. Haha, geht doch. So, was kam jetzt? Also gleich müsste noch ein Nahkämpfer kommen. Und dann sind wir schon auf der Brücke. Kommt der jetzt schon? Nein, jetzt kommt der Unendlichkeitsschuss-Fuzzi. Moment, das machen wir anders. Erstmal trinkt man Heiltrank. Und sofern ich rankomme. Na, wo ist er? Nehmen wir jetzt die Granatenpfeile und ärgern mal ein bisschen. Hehehe. Oho, habt ihr das gesehen?
Der war so dumm und hat sich freiwillig ertränkt. Och, das ist auch mal eine nette Geste. Das hättest du nicht machen müssen, Kollege, aber hey. Ich bin dankbar für jede Kleinigkeit, die mir zugutekommen lasst. Das könnt ihr mir gerne glauben. So. Jetzt kamen die Nahkämpfer den Weg darunter. Und genau dafür habe ich jetzt die Assassinen ausgewählt. Zumindest hoffe ich. Nämlich, dass ich jetzt einen kleinen Vorteil habe, wenn ich auf Distanz bleibe und sie mit den Pfeilen behaken kann. Dafür nehmen wir mal ein paar mehr Pfeile jetzt in den Anschlag. War das gerade 5000 Schaden oder sind die Zahlen nur nebeneinander gespawnt? Alter, dein Schild interessiert mich ein Scheißdreck. Pfeil ins Knie, die zweite! Es klappt jedes Mal! Ich würde versuchen, seinen Kopf zu treffen, der da oben ganz bisschen rausragt, aber das ist doch ein wenig knapp. Na komm her. Na komm, traust dich hier nicht rauf? Du bist ja ein ganz süßer. Na komm, na komm. Oh. Ja, dann komm her, wenn du mich herausforderst. Ist ja eine ganz nette Idee, aber das erfordert normalerweise in irgendeiner Art Körperkontakt oder zumindest den Versuch, mir nahe zu kommen. Aha. Los, ich will in den Schritt schießen. Ich bin heute richtig assi drauf. Assi Anachon. Ey, du darfst hier nicht rüber. Du kommst nicht vorbei.